an einem Tag ein Musikvideo und jetzt sogar ein Real Talk Video drehen, ist eine heftige Nummer. Aber eventuell erreiche ich mit diesem Video einige Leute. Und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georg TV. Die Nachrichten überschlagen sich auf YouTube und ich habe mir gedacht, wenn eigentlich fast jeder YouTuber über dieses Thema redet, dann werde auch ich über dieses Thema reden. Bevor ich diese Nachricht verkünde, möchte ich euch da draußen kurz mal erklären für den einen oder anderen, der jetzt nichts davon weiß, was passiert ist. Simex ist ein YouTuber, der Let's Plays macht und auch ein bisschen die Leute damit unterhaltet. Und er hat gestern ein Video hochgeladen, denn das Video ist jetzt offline, wo er einen random Typen laut seinen Aussagen in seinem Let's Play reingebracht hat, mit dem er dann geredet hat, nebenbei, als er gespielt hat. Und dieser Typ sei an Corona erkrankt sein. Das ist die Aussage von Simex. Und dieser Typ wollte unbedingt in einem Video von Simex da sein und mit ihm einfach die Zeit verbringen, bevor er stirbt. Und das war auch der Titel von diesem Video. Er erfüllt ihm sozusagen einen Wunsch. Natürlich wissen wir alle, dass dieses Corona-Thema gerade momentan für viele Menschen ein sehr sensibles Thema ist. Das weiß jeder. Aber Simex hat ein Problem gemacht. Er hat dieses Thema jetzt auf die leichte Schulter genommen und hat dieses Thema jetzt nicht mit Respekt behandelt, sondern zum Schluss war es dann ein Prank. Der Typ, mit dem er dann geredet hat und der ständig in dem Livestream gehustet hat und so getan hat, als würde er keinen Atem bekommen, war dann alles nur Fake. Simex oder Siemens, keine Ahnung was jetzt, behauptet, es sei ein Prank gewesen. Aber die meisten glauben ihn nicht und behaupten, es sei alles abgesprochen. Das war jetzt die Kurzfassung, ja. Simex hat ein Problem gemacht. Ja, er hat etwas falsch gemacht, Leute. Er hat dieses Thema nicht mit Respekt behandelt. Das wissen wir alle. Und er hat es eigentlich gut gemerkt. Denn große YouTuber wie Revin Inside, Monte, Mois, Ungespielt. Viele haben auf ihn reagiert und haben ihn kritisiert bis zu Tode, Leute. Die haben ihn kritisiert bis zum Ende, ja. Und das Video, das dann gelöscht wurde, hatte letzten Stand, glaube ich, 70.000 Dislikes. Also er hat gemerkt, dass das, was er getan hat, auch wirklich falsch ist. Ich bin Georg TV, Leute, und ich werde nicht hier in diesem Video auch ihn kritisieren und jetzt sagen, Leute, ich werde jetzt auch mit dem Stein hinter ihn werfen, sondern ich werde ihn mit einem Thema in Schutz nehmen. Er hat dann ein Statement rausgebracht, wo er dann gesagt hat, er hat einen Fehler gemacht. Und jeder YouTuber achtet auf seine Aufrufe, jeder YouTuber achtet auf seine Abonnenten. Und das Gefährlichste für jeden YouTuber ist es, seinen Hype zu verlieren. Und man merkt bei Simex, dass ihm die Abonnenten und die Aufrufe sehr wichtig sind. Im Endeffekt, was ich sagen möchte, ist, er hat seinen Hate bekommen, Leute. Viele Menschen haben ihn gehatet. Über 70.000 Menschen haben ihn sozusagen gehasst, was er getan hat. Aber ich finde, es ist genug, Leute. Jeder Mensch macht Fehler. Er hat einen Fehler gemacht, den er öffentlich gezeigt hat. Aber ich finde, es reicht, Leute. Er hat seinen Hate bekommen und ich bin mir sicher, dass er davon gelernt hat, was er getan hat und es sicherlich nicht mehr machen wird. Aber man sollte aufhören, Menschen ständig zu kritisieren, denn es gibt da draußen viele Menschen, die dieses Thema nicht ernst nehmen. Viele Menschen machen sich darüber lustig. Viele Menschen machen schlechte Aktionen, machen sich lustig über den Corona und über die Kranken und über die Tote. Aber Simex ist halt eine Person des öffentlichen Lebens und da kann man leicht ihn kritisieren. Aber ich finde, das, was er bekommen hat, war genug, Leute. Ich weiß, Leute, dass einige Menschen nicht meiner Meinung sein werden, aber wir alle machen eigentlich Fehler und wir sollten nicht ständig andere Menschen kritisieren, weil wir sind eigentlich nicht besser. Und ich weiß, dass viele nicht meiner Meinung sein werden und mich disliken werden oder vielleicht sogar deabonnieren, aber ich bin ganz ehrlich zu euch. Bevor ich jemanden kritisiere, schaue ich selber auf mich selbst und ich weiß, ich will ihn nicht ständig unter Schutz nehmen, denn er hat einen Fehler begangen. Aber ich möchte ihn nicht ständig kritisieren und sagen, er ist ein Mensch mit Fehler, er ist ein Mensch mit Fehler. Denn wie gesagt, wir alle haben Fehler. Kein Mensch ist perfekt. Jeder hat auf seine eigene Art und Weise Fehler. Deshalb sollten wir, bevor wir andere kritisieren, selbst auf uns schauen und darauf achten, was wir eigentlich alles machen. Und danke an jeden, der mich versteht und mich trotzdem supportet. Ich werde ihn jetzt in diesem Video unter Schutz nehmen und sagen, er hat seine gerechte Strafe bekommen, er hat seinen Hate bekommen, das Video wurde runtergenommen, er hat auch auf seinem Statement mehr Dislikes als Likes. Ich finde, er hat mehr als nur genug gelernt. Und in diesem Video sollte man einfach in Zukunft lernen, nicht über dieses Thema oder über sensible Themen Witze zu reißen oder Pranks zu machen, denn dieses Thema ist kein lustiges Thema, denn für einige Menschen da draußen sind vielleicht Angehörige ums Leben gekommen. Wie gesagt, man sollte dieses Thema mit Respekt behandeln. Mit diesen Worten, Leute, beende ich dieses Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meiner Meinung seid, dieses Video einen Daumen nach oben gibt. Wenn ihr gegen meine Meinung seid, einen Daumen nach unten. Lasst uns in den Kommentaren reden. Und danke an jeden, der bis dahin dran geblieben ist. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen, Leute. Supportet mich, abonniert den Kanal. Ihr wisst Bescheid. Danke. Ich wünsche euch alles, alles Beste. Bleibt gesund, meine lieben Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.